Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, ein kurzes Update zum Euro-Dollar. Genau, mich haben einige Fragen erreicht, beziehungsweise Formationsanfragen. Und ja, die möchten wir kurz beschreiben. Im Euro gegen den Dollar haben wir gestern nach dem US-Sitzungsprotokoll der FED einen kleinen Schub auf die Unterseite bekommen. Also sprich, der Dollar wurde stärker. Diese Dollarstärke hat man dann auch gegenüber anderen Währungen gesehen, also Dollar-Yen ging hoch, Dollar-Cut ging hoch etc. etc., Pfund ging runter und so weiter, also breite Stärke des Dollars. Und ja, wenn so ein Tag der Stärke plötzlich eintritt, nachdem der Dollar jetzt eine sehr lange Zeit sehr schwach war, fragt man sich natürlich immer, haben wir ein Reversal? Wenn man sich die Tageskerzen jetzt gestern anschaut, ja, sieht man überall sehr negative Kerzen, so nenne ich es einfach mal. Und ja, dazu vielleicht ein kleines Extra, okay, beziehungsweise die Fragen, die mich da erreicht haben. Dann schauen wir uns den Chart an. Ich habe hier den Euro-Dollar aufgerufen im Stundenchart. Und in diesem Stundenchart gibt es im Moment folgende Situation. Also seit den Tiefpunkten hier im Juni hatten wir ja eine Dreiecksformation verfolgt oder besprochen. Und zwar war diese Dreiecksformation grob so aufgebaut. Und der Startpunkt eben der Rallye im Euro-Dollar habe ich jetzt so definiert, dass er am 3. Juli beginnt. Und seit diesem 3. Juli haben wir eben einen möglicherweise vollständigen Count. Da hatten wir uns jetzt Gedanken gemacht in den letzten Tagen. Und dieser vollständige Count bedeutet, dass wir 5 Wellen, also einen Aufwärtsimpuls, nach oben fertiggestellt haben. Grob würde das Ganze so aussehen. Also so war die Idee vor dieser Woche. Dann hatten wir jetzt gestern einen Bruch dieser Stelle nach oben. Und die Überlegung, die wir uns gestellt haben, ist, ob wir dementsprechend hier einen Fehlausbruch bekommen, also ob wir hier eine A, B und C haben. Und das bedeutet, dass wir ja früher oder später eben unter diesen Tiefpunkt hier fallen werden und dass eben diese Korrektur, nachdem dieser Impuls hier lief, so dann weitergeht. Also dass die Hauptformation. Na, jetzt hat mich gestern eine E-Mail erreicht, die eine andere Formation beschreibt. Und zwar ist diese Formation wie folgt, dass der Hochpunkt eben nicht am 6. gesetzt wird, sondern am 31. Juli. Und ausgehend eben von diesem 31. Juli wird eine Dreiecksformation ebenfalls beschrieben. Und zwar hat diese Dreiecksformation, also 5 Stufen. Und zwar wäre das hier dieser erste Abverkauf. Wir haben hier eine Dreierbewegung, dann in dieses Hoch. Hier eine Dreierbewegung und hier. Und ausgehend eben von diesem Tiefpunkt, den wir so oder so schon markiert haben, haben wir jetzt diesen letzten Rallye-Schub und eine Welle 5 endet dementsprechend mit diesem Hoch. Also es ist einfach nur ein leicht veränderter Count, der im Prinzip die gleichen Aussage dann trifft. Und wichtig ist jetzt aktuell, dass wir eben einen Bruch eines Tiefpunktes bekommen. Im Moment wäre der Trend weiterhin aufwärts. Wir haben klaren Reversal, haben jetzt knapp 100 Punkte verloren oder Pips von den Hochpunkten, aber dieser wichtige Punkt, der das eben dann bestimmt, ob wir einen Trendbruch bekommen, der würde nach meiner Definition immer noch hier vom 14. August liegen und dieser Punkt definiert sich eben mit 1,1780 und da sind wir noch drüber, sodass eben ja sogar eine bullische Variante mit einer 1,2,1,2 hier funktioniert. Also das bedeutet, wir haben hier einen Schub, bekommen hier eine Welle 2, sodass wir dann eben die Rallye fortsetzen über 1,20 und so weiter. Und genau diese Situation, die gilt es jetzt dementsprechend dann zu entschlüsseln. Und für einen möglichen Trade Intraday ist Folgendes möglich. Man kann eben diesen kleinen Zwischenabschnitt markieren mit einem Fibo.
sieht aktuell, dass wir im Prinzip am letzten Retracement eines möglichen Halts hier bei 1.1820 dann angekommen sind. Und jetzt gilt es eben, ob wir diesen Tiefpunkt hier reißen oder tatsächlich hier der Euro nochmal auferstehen kann und dann seinen langen Anstieg noch fortsetzen kann. Und das ist die Situation hier im Euro-Dollar. Die gleiche Situation haben wir jetzt in vielen Währungspaaren. Wir hatten uns vergangene Woche bereits, oder vergangenen Freitag, mit dem Dollar-Cut beschäftigt. Im Dollar-Cut hatten wir hier diese Fünfer-Entwicklung seit dem Hoch am 26. Juni beschäftigt. Und da haben wir jetzt eben diese kurzfristige Stärke. Und das ist eben die Frage, ob hier ein Fünfer bereits lief oder ob sich diese Wegstrecke dann nochmals aufteilen wird und die Ziele noch viel weiter tiefer dann sind. Okay, das eben als kurze Erläuterung. Zum Euro-Dollar, also die Formation an sich sehr ähnlich. Letztendlich ist die nächste Bewegung unabhängig der Formation, weil die Formation an sich oder die gleiche Sprache sprechen, wenn die Tiefpunkte unterschritten werden. Und genau, wie dann die Formation im Einzelnen zu bewerten ist, damit kann man sich dann im Nachgang beschäftigen. Aktuell sehr wichtig eben diese 1.1780 und das trennt dann eben den bullischen und bärischen Verlauf. Okay, ja, vielen Dank fürs Interesse. Schalten Sie gerne ein, CMC TV ab 9 oder ab 15.15 Uhr. Und ja, wir hören uns dann auch gleich zur Live-Sendung. Vielen Dank, Good Trades, Ade.